Trainer, 0:0 in der Südstadt, ein 0:0, mit dem niemand von deinen Spielern zufrieden bist. Wie siehst du es? Ja, ich sehe das genauso. Also mit dem Punkt kann man sicher gar nichts anfangen. Aber mit der spielerischen Leistung in der zweiten Halbzeit und vor allem dann in der Schlussphase, da kann ich sowohl was anfangen und denke ich auch, ja, da tun mir die Jungs dann einmal heute auch leid, weil sie haben wirklich alles investiert. Das war lange Zeit eine sehr, sehr umkämpfte Partie, ohne Räume, ohne Torschancen. Aber wir sind einfach dranbleiben, haben diesen Kampf angenommen und zum Schluss, als dann die Räume größer geworden sind und dann wir mit den Einwechslungen dann immer stärker geworden sind, hätten wir uns, glaube ich, 4 oder 5 Top-Chancen und dann muss man dann so eine Partie auch entscheiden. Und ja, das ist halt heute der bittere Beigeschmack dann. Sehr zerfahrene Partie, finde ich, in der ersten Halbzeit, kaum einmal gelungene Kombination. Was habt ihr denn in der Halbzeit versucht zu verändern? Ja, wir haben nur an Kleinigkeiten gearbeitet, an der Positionierung, aber das Entscheidende war, dass wir die Intensität, das Tempo, die Zweikampfintensität hochhalten haben müssen. Und dann haben wir schon gewusst, dass zum Schluss in die Räume größer werden. Und da haben wir dann einfach auch, vor allem mit Fizzi eine richtige Qualität nochmal reingebracht. Ich denke, mit dieser Chancenvielfalt dann in der Schlussviertelstunde kann man ruhiger mal ein Spiel einmal vorbereiten bis zum Schluss und dann einfach die Punkte mit nach Hause nehmen. Benni Pichler ist heute überraschend ein bisschen vielleicht für manche zum Debüt gekommen. 2 Top-Chancen gehabt. Was sagst du generell zu seiner Leistung? Ja, er hat sein Talent bei den Young Violets immer wieder unter Beweis gestellt, schon in den letzten Wochen. Diese Systematik jetzt als 4-2-3-1 ist natürlich auch für ihn viel, viel passender, auch für seine Spielweise. Hat dann beim Testspiel in der Länderspielpause da in Horn eine richtig gute Leistung gezeigt und ja, ist heute zu Top-Chancen gekommen. Ja, da fehlt ihm dann halt noch die Kaltschnäuzigkeit, die Abgebrühtheit. Aber ich muss es ja jetzt einfach erarbeiten und ja, das hat er heute einmal gut genützt und dann bin ich mir sicher, dass er in Zukunft da Tore machen wird für uns. Ganz zum Abschluss noch, hast du dir schon Gedanken gemacht über diese, also in Mattersburg haben wir geredet, es waren 60, 70 gute Minuten, heute reden wir von einer guten Schlussphase, warum klappt es nie so über 90 Minuten? Oder ist das was, worauf man dann einfach aufbauen kann? Auch? Ja, wir müssen darauf aufbauen. Ne? Da waren 70 Minuten gegen Mattersburg ganz ordentlich heute die Schlussphase. Ja, und darauf müssen wir aufbauen. Selbstvertrauen mitnehmen, stärker werden in der Gruppe, einfach geschlossener werden und vor allem, denke ich, über Ergebnisse, die dann auch diese Leistungen belohnen, dann können wir auch wieder, denke ich, einfacher Siege einfahren, sind sicher auch nicht vom Glück verfolgt. Ich habe einen ganz klaren Elfmeter gesehen an Erik Palmer Braun da in der 60. Minute herum. Und ja, daran müssen wir einfach dranbleiben. Es ist eine schwierige, turbulente Saison, aber dranbleiben und damit es dann am Ende einen guten Ausgang für uns nimmt. Jetzt geht es nächste Woche gegen Hartberg. Auch ein Ex-Verein von dir, ist das schon ein bisschen ein Schlüsselspiel für dich auch? Ja, kann man schon so sagen. Also die Chance jetzt ist, wir sind glaube ich 8 Punkte jetzt hinter Hartberg. Ja, wir haben uns mit dieser zerfahrenen, unbefriedigenden Saison wirklich jetzt in die Situation gebracht, dass wir so viel Rückstand haben. Ich denke, es wird jetzt besser, auch wenn es nur kleine Schritte sind. Aber wir müssen einfach jetzt von Spiel zu Spiel schauen. Und jetzt gegen Hartberg ist ein Schlüsselspiel. Wir können uns nochmal eine klitzekleine Chance erarbeiten, wenn wir da nächste Woche, nächsten Samstag zu Hause gewinnen.